Mann, jetzt habe ich irgendwie das Gelernte komplett wieder vergessen. Ich kann mich gar nicht mehr drin erinnern, obwohl ich das jetzt schon ein paar Mal wiederholt habe. Ist echt frustrierend. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Und in diesem Video geht es darum, wie du möglichst effektiv und effizient wiederholst, wie du deine Wiederholungen auch in welchem Rhythmus gestalten kannst. Denn ich denke, du hast es selbst schon miterlebt, wie deprimierend es sein kann. Man lernt die Lerninhalte, den Lernstoff. Und wiederholt dann vielleicht auch ein paar Mal und hat ihn dann trotzdem wieder vergessen oder kommt irgendwie durcheinander. Und eigentlich gefühlt, ich kenne es aus meinem eigenen Medizinstudium und das kennst du sicher auch, hat man gar nicht gefühlt zumindest die Zeit, um die Sachen großartig und mehrmals zu wiederholen. Und in diesem Video möchte ich dir eben Tipps und Ratschläge geben und auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wie du eben vorgehen kannst, dass du wirklich dein Wiederholen möglichst effizient gestalten kannst. Ja, und ich kenne es auch noch aus meiner Schulzeit, als ich da gesessen bin, die Sachen gefühlt 100 Mal mir angeguckt habe und dann in ein paar Wochen oder in ein paar Tagen, als dann die Klausur oder Schulaufgabe dran war, hat man dann trotzdem wieder einiges vergessen und das ist einfach selbst beim Lernen oder dann in der Prüfung einfach deprimierend. Und so geht es dir vielleicht auch aktuell in deinem Studium, dass du einfach wirklich unzufrieden bist mit dem Lernen an sich, aber auch mit dem Wiederholen, weil du dir vielleicht Dinge öfters anschaust und die trotzdem nicht hängen bleiben. Und wie du möglichst effektiv und effizient wiederholen kannst, möchte ich dir in diesem Video jetzt genauer erzählen. Auch meine, wie gesagt, Erfahrungen mit dir teilen aus dem Gedächtnissport und eben auch aus meinem Medizinstudium. Und am Ende werde ich dir noch einen ganz coolen und wichtigen Tipp mit an die Hand geben, der mir echt konkret direkt Punkte oder ja eine bessere Note beschert hat, weil ich eben ja richtig wiederholt habe, was das war, das erfährst du aber gleich noch. Ja, und oft ist es ja wirklich so, und du kennst es wie gesagt bestimmt auch, man wiederholt, schaut sich die Sache nochmal an und trotzdem ist es irgendwie unbefriedigend, weil einfach die Sachen nicht wirklich hängen bleiben und du fragst dich bestimmt auch, wie oft wiederhole ich denn jetzt überhaupt und was ist der richtige Zyklus zu wiederholen? Und das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie du die Sachen lernst, vielleicht mit Lerntechniken, lernst du einfach die Dinge stupide auswendig. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie gut du zum Beispiel deine Lerntechniken schon drauf hast und anwenden kannst. Aber auch ist es zum Teil abhängig von dem eigentlichen Inhalt, vom eigentlichen Thema. Aber ich möchte dir mal so einen Grundleitfaden mit an die Hand geben, an dem du dich orientieren kannst, wie du möglichst wenig Zeit mit dem Wiederholen, sag ich mal, verschwendest oder vergeudest. Und du kennst es mit Sicherheit schon oder hast davon gehört. Prinzipiell oder allgemeingültig ist es ja, und das ist schon grob richtig, dass man die Wiederholungen, die Abstände der einzelnen Wiederholungen am Anfang kürzer gestaltet und dann den Abstand zu den nächsten Wiederholungen immer größer macht und immer mehr Zeit dazwischen vergehen lässt. Das ist, wie gesagt, prinzipiell richtig und du hast vielleicht schon mal davon gehört, dass man am Anfang ein kleines Lernhäppchen, vielleicht so grob nach 10 Minuten, ja, wiederholen sollte, dann vielleicht nach einem Tag nochmal das nächste Mal, dann den Abstand größer werden lassen, vielleicht nach einer Woche, dann vielleicht nach einem Monat, nochmal nach einem halben Jahr und dann vielleicht nach einem Jahr, bis dann wirklich die Sachen auch langfristig ja abgespeichert sind. Wie gesagt, das ist prinzipiell richtig, dass man eben die Intervalle immer größer werden lässt zwischen dem einzelnen Wiederholen. Was aber dir wahrscheinlich gleich in den Sinn kommt, wenn ich das so ein bisschen erzähle oder aufzähle, das waren jetzt einige Wiederholungen, dass man im realen täglichen Lernalltag im Medizinstudium dafür eigentlich gar keine Zeit hat, da irgendwie 7 Mal zu wiederholen, dass man es dann wirklich langfristig abgespeichert hat, ob es dann eben fürs Examen ist oder für eine Klausur am Ende vom Semester. Und ja, was du aber machen kannst, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, auch aus dem Bereich, wo ich intensiv jahrelang Gedächtnissport gemacht habe, dazu erzähle ich dann später auch nochmal was genauer, aber auch wie ich es im Medizinstudium selbst gemacht habe. Und da war es so, dass ich versucht habe, natürlich, weil man eben Zeit sparen möchte, möglichst wenig zu wiederholen. Da gibt es jetzt nicht die eine Regel, dass ich sage, du kannst nach einer Woche wiederholen und dann nochmal nach 4 Wochen und dann sitzt der Stoff, sondern wie gesagt, hängt immer auch ein bisschen oder ist eine sehr individuelle Geschichte und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja, was du aber machen kannst, damit du möglichst wenig Zeit vergeudest beim Wiederholen, das möchte ich dir jetzt in ja, zwei, drei Punkten erklären und erläutern, mit denen ich auch dann im Studium selbst ganz gut gefahren bin und möchte das jetzt ein bisschen ausführen. Also, stell dir mal vor, du wiederholst jetzt und du hast wiederholt und merkst, oh shit, ich habe irgendwie 20, 30% der Lerninhalte vergessen und musst es irgendwie mir nochmal anschauen, damit dann ja du die Sachen, die Lerninhalte, die Fakten wieder im Gedächtnis hast. Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, okay,
Das nächste Mal versuch früher zu wiederholen, weil wenn du noch 20, 30% merkst oder nur noch weißt, dann hast du natürlich, musst gefühlt fast schon wieder von vorne anfangen und dir so gut wie alles nochmal durchlesen oder irgendwie aneignen, damit du quasi wieder auf 100%, sage ich mal, der Lerninhalte, die du dann im Gedächtnis abgespeichert hast, kommst. Und in dem Fall sollte es ein Signal für dich oder ein Zeichen für dich sein, okay, ich habe so viel vergessen, das nächste Mal sollte ich die nächste Wiederholung ein bisschen früher ansetzen. Dann im zweiten Extrem, du wiederholst, setzt dich hin, wiederholst, gehst vielleicht deine Lerninhalte durch, gehst dein Gedächtnispalast durch, was auch immer, und merkst dann, oh krass, ich kann eigentlich noch 190% von den gelernten Sachen. Dann ist es ein Signal zu sagen, okay, ich habe jetzt 100% vielleicht noch alles gewusst, dass du das nächste Mal einfach die Wiederholung ein bisschen später ansetzt. Klar, wenn du wiederholt hast, die war nicht komplett sinnlos, weil du natürlich die Sachen trotzdem nochmal in Erinnerung gerufen hast und eben wiederholt hast. Aber es ist trotzdem ein bisschen Zeitverschwendung, weil du dir vielleicht diese Wiederholung sparen hättest können, weil du vielleicht eine Woche später auch noch immer noch alles ja, gewusst hättest oder dich noch an alles erinnern hättest können. Und das sind so die zwei Extremen. Einmal eben den Fall, du hast fast alles vergessen. Dann die nächste Wiederholung früher ansetzen. Wenn du aber noch alles weißt, dann das nächste Mal bei einem anderen Thema vielleicht sagen, okay, ich wiederhole das nächste Mal einfach ein bisschen später. Dann, wann wäre jetzt so, was würde ich empfehlen, wann wäre die richtige Wiederholung? Wann hast du bei der richtigen Wiederholung noch wie viel quasi an Wissen, Pi mal Daumen, ganz grob noch drauf? Und da kann ich dir die Empfehlung aussprechen. Das ist eigentlich nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern da bedanke ich mich an Dr. Johannes Marlow, der war auch war schon Gedächtnisweltmeister. Und ist ein toller Mensch und wir haben den auch schon mal interviewt und da hat er das uns eben auch erzählt und so war seine Erfahrung und das habe ich dann so auch selbst umgesetzt und möchte ich dir eben auch mit an die Hand geben. Und zwar hat er gemeint, dass wenn du eben diese zwei Extreme, was ich gerade schon gesagt habe, das hat er genau eigentlich auch so erzählt und gesagt, hat aber noch den Tipp gegeben, wenn du jetzt zum Beispiel 70 bis 80% ganz grob das Wissen beim Wiederholen noch weißt, dann ist es ein sehr guter Zeitpunkt, an dem du wiederholen kannst oder wiederholen solltest, weil dann ist die Wiederholung nicht vergeudete Zeit, weil du noch alles weißt oder weil du dir die Mühe machen musst, weil du alles vergessen hast, sondern dann lohnt es sich, weil wenn du noch 70, 80% weißt, du wiederholst wieder und hast dann die vergessenen 20, 30% wieder aufgefrischt und dann hoffentlich abgespeichert. Und das ist so eine grobe Regel, wo du dir mal überlegen kannst, ob die so zutrifft beim Wiederholen. Und wie gesagt, das ist ein sehr individuelles Thema. Da kann ich dir jetzt schlecht sagen, wiederhol immer nach so und so vielen Minuten, nach so vielen Tagen und Wochen, sondern schau einfach mal für dich. Wenn du gelernt hast und du wiederholst, wie viel Prozent weißt du noch? Und das, was ich dir eben erzählt und empfohlen habe, danach zu entscheiden, okay, die nächsten Male, wenn ich was wiederhole, kann ich früher oder später diese Wiederholung ansetzen. Und so kannst du dann Zeit sparen, weil du vielleicht merkst, ach krass, ich habe vielleicht ein Video von uns auf unserem YouTube-Kanal Gedächtnispalast geguckt, den muss ich gar nicht nach 3 Tagen wiederholen, sondern den weißt du vielleicht noch in 2 Wochen oder hast dir vielleicht selbst einen Gedächtnispalast gebaut und merkst dann, okay, ich brauche den vielleicht erst in 4 Wochen wieder zu wiederholen oder vielleicht noch einmal kurz vor der Prüfung, vor der Klausur und es reicht. Von daher schau einfach, wie es da ist und da vielleicht eine kleine Anekdote auch aus dem Gedächtnissport. Und zwar im Gedächtnissport will man natürlich auch Bestleistungen oder Höchstleistungen erzielen, in kürzester Zeit möglichst perfekt die Inhalte quasi ja abrufen können und sich einprägen. Und da ist es so, da haben wir auch diskutiert und überlegt und uns ausgetauscht, was ist denn jetzt so die beste Wiederholungsstrategie? Und auch da war es sehr individuell. Manche sind dazu geneigt, nur wenig oder vielleicht nur einmal zu wiederholen. Das ist aber, sage ich mal, relativ intensiv und lassen sich dafür viel Zeit. Andere wiederum haben gesagt, boah, ich will lieber öfters wiederholen, dafür viel schneller. Wie gesagt, schau da einfach mal, was für dich am besten funktioniert. Wie gesagt, ich würde ja gern irgendwie konkrete Zahlen und Werte nennen. Ich habe es versucht mit den 3 Regeln, mit den 2 Extremfällen und mit den 70, 80%, dass das schon mal aber ein guter Ansatz ist, nachdem du dich richten kannst und so eben ja wiederholen kannst. Wo ich immer kein so großer Freund bin, die auf diesem Prinzip des Wiederholens beruhen, ist Anki und Karteikartensysteme und so weiter. Ich finde es zum einen gut, weil die eben dieses Wiederholen ja systematisiert haben, das kannst du auch dazu nutzen, um dich zu erinnern, ach ja, ich muss das Thema wiederholen oder ich muss zum Beispiel den Gedächtnispalast mir wieder mal in Erinnerung rufen.
Was ich eben nicht so gut finde, das war jetzt das, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde bei diesen Systemen, dass du sehr viel Zeit damit verschwendest, dir die Sachen auf Lernkarteikarten und so weiter zu schreiben. Aber zu dem Thema, falls es dich interessiert, lass mich in den Kommentaren wissen, werde ich, denke ich, auf jeden Fall auch nochmal ein extra Video dazu machen, weil das auch nochmal ein Thema für sich ist. Aber prinzipiell sind diese Systeme, wo dich kontrolliert wiederholen lassen, gut. Wie gesagt, die wissen dann natürlich nicht, was für dich der optimale Rhythmus ist. Und wissen nicht, wenn du jetzt mit Gedächtnispalästen gelernt hast, dass es das einfach einen viel größeren Abstand an Wiederholungen benötigt. Genau, aber so viel noch dazu als kleine Randbemerkung. Ja, und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen und jeder oder jede, die uns kennt und schon länger verfolgt, weiß natürlich, dass ich ganz persönlich oder wir von Hey Hippocampus Riesenfans von eben Gedächtnispalästen sind. Und der große Vorteil an Gedächtnispalästen, da spreche ich echt aus eigener Erfahrung, du kannst dir enorm viel Zeit und Nerven sparen. Unabhängig von den anderen positiven Vorteilen, die Gedächtnispaläste mit sich bringen, dass du, wenn du dir einen Gedächtnispalast anschaust, dir selbst baust, einen Gedächtnispalast auf unseren YouTube-Kanal schaust oder aus unserem Lernpaket, dass du viel, viel weniger wiederholen musst, weil dieser Gedächtnispalast sich oder weil du mit so einem Gedächtnispalast viel gehirngerechter quasi dir die Sachen einprägst und somit den langsamer vergisst oder weniger schnell, er schneller auch abgespeichert bleibt und du so viel weniger Einheiten an Wiederholungen quasi ansetzen musst, um das dann auch wirklich bis zur Prüfung, bis zur Klausur zu wissen. Und ein wichtiger Punkt, der da noch mit reinkommt, ist, dass du dich fragen solltest, will ich die Sachen wirklich langfristig mehr merken? Will ich die noch in 10 Jahren wissen und abrufen können? Oder reicht es mir, das bis zur nächsten Klausur zu wissen, bis zum Examen zu wissen oder vielleicht noch in der Facharztausbildung, je nachdem? Also schau da einfach, wann du welches Wissen noch parat haben möchtest, weil es gab bei mir auch Klausuren, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich das einmal gelernt habe, ich brauche das nie wieder nach der Klausur. Dementsprechend habe ich weniger wiederholt, weil ich gesagt habe, es ist mir egal, ob ich das noch in einem Jahr weiß. Und wenn es da dann vergessen ist, ist auch okay, dass du da einmal schaust, wie sind deine Prioritäten. Und so kannst du dir dann auch ja, Wiederholungen einsparen, weil du sagst, das Wissen, das möchtest du zwar in der Woche parat haben, da musst du es vielleicht nur einmal kurz davor noch wiederholen, aber nicht irgendwie 6 Mal, damit es auch noch in 10 Jahren abrufbar ist. Und ich habe ja eben das schon angesprochen, dass du besonders mit Lerntechniken, gerade eben mit Gedächtnispalästen in Bezug aufs Wiederholen enorm viel ja, Zeit und Nerven sparen kannst. Und ich blende dir hier mal einen Kommentar ein von jemandem, der unser Lernpaket, unsere Gedächtnispaläste da genutzt hat und eben gemeint hat, boah, krass, er hat sich so ein Gedächtnispalast einmal angeguckt und kann den noch dann im Examen nach einem halben Jahr oder in einem halben Jahr, wo er dann Examen hat, immer noch. Und wir bekommen so vielfache Feedbacks von unseren Gedächtnispalästen oder prinzipiell auch zu den Gedächtnispalästen, dass das mega gut funktioniert. Und ich kann es auch persönlich selbst bestätigen. Ich habe hunderte an Gedächtnispalästen in meinem Medizinstudium, wenn nicht sogar tausende gebaut und habe selbst erfahren, wie krass es ist, wenn du dir einmal so einen Gedächtnispalast anschaust oder selbst baust, wenn du das richtig und gut machst, dass du dir manchmal wirklich den einmal vorstellst und noch in Wochen, Monaten und vielleicht sogar in Jahren teilweise abrufen kannst. Klar ist es so, auch wenn man mit Gedächtnispalästen lernt, mir kommt nicht ganz rum zu wiederholen. Das wäre natürlich der perfekte Fall. Du hast eine Lerntechnik, wo du gar nicht mehr wiederholen musst. Aber wie gesagt, mit Gedächtnispalästen, du sparst dir enorm viel Zeit, weil du einfach viel, viel weniger wiederholen musst. Und falls du jetzt noch keine Erfahrung damit gemacht hast, dann schau dich mal hier auf YouTube um. Da haben wir schon einige Gedächtnispaläste gebaut und schau, ob es für dich einfach funktioniert. Weil wenn du mal gesehen hast, wie gut es funktioniert, dann bist du sicherlich überzeugt davon, entweder dir selbst Gedächtnispaläste zu bauen oder dir die ganzen Gedächtnispaläste von uns zu holen. Genau. Falls du die Erfahrung schon selbst gemacht hast, würde mich es auf jeden Fall mal interessieren. Schreib es mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit den Gedächtnispalästen gemacht hast, ob die selbst gebaut waren oder eben von unserem YouTube-Kanal oder Lernpaket. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und es ist bestimmt auch spannend dann für die anderen Zuschauer und Zuschauerinnen zu sehen, ja, welche Erfahrungen ihr damit schon gemacht habt. Ja, ein Feedback, das fand ich persönlich noch ganz witzig, oder auch schön zu hören. Die hat ja auch gemeint, boah, ich habe mit euren Gedächtnispalästen gelernt und ich werde wahrscheinlich noch meinen Enkelkindern davon erzählen können. Und es zeigt einfach wirklich, dass sich so Gedächtnispaläste, wenn die quasi gehirngerecht gestaltet und aufgebaut sind, sich so ins Gehirn, ins Gedächtnis einprägen, dass man die kaum mehr vergessen kann, weil es vielleicht zu so lustig, skurril und so weiter ist. Und wie gesagt, mir hat es auch im eigenen Studium enorm viel Zeit gespart, weil ich einfach damit schon mal weniger wiederholen musste. Und ich habe ja schon mehrere Videos auch dazu gemacht oder wir hier auf Happy Hippocampus auf unserem Kanal, wo es eben darum geht, was noch Vorteile von Gedächtnispalästen sind. Da schau dich gerne auch mal einfach auf dem YouTube-Kanal um. Ja, und außerdem ist noch ein großer Vorteil von so einem Gedächtnispalästen oder prinzipiell, wenn du mit Lerntechniken lernst oder mit den richtigen Lerntechniken lernst,
dass du dann einfach auch Spaß beim Wiederholen hast. Weil ich kenne selbst, wenn du stupide irgendwie nochmal die Lernkarte, das Modul, die Vorlesung zum gefühlt 100. Mal durchliest, du bist einfach eher deprimiert und hast gar keinen Bock mehr, dir die Sachen nochmal anzuschauen. Und wenn du dir zum Beispiel so einen Gedächtnispalast in Erinnerung rufst, wenn du dir den mental wieder vorstellst, ist es viel mit positiveren Gefühlen assoziiert und macht sogar Spaß, weil man vielleicht schmunzeln muss, was man sich da für einen Blödsinn und lustige Geschichten ausgedacht hat. Und das ist eben, wie gesagt, auch noch ja, ein positiver Side-Effekt, dass das Wiederholen dann auch noch viel mehr Freude macht, als dieses stupide sich irgendwas nochmal durchlesen. Dann noch ein Tipp zum Wiederholen, der beruht jetzt gar nicht darauf, wie oft du wiederholen sollst, sondern wie du wiederholen kannst oder was eben eine positive Wiederholung darstellen kann. Und zwar ist es so, ich habe es persönlich selbst gar nicht so genutzt oder verwendet. Schau einfach auch, ob das für dich passt oder ob das für dich Sinn macht, aber für vielen weiß ich es, hilft es, dass du sagst, okay, du kannst zwar daheim für dich deine Gedächtnispaläste, dein Gelerntes wiederholen, aber für viele funktioniert es auch sehr gut, zum Beispiel bei einem Freund, bei einer Freundin, sich zu verabreden, zu sagen, pass auf, heute wiederholen wir irgendwie die und die Themen Biochemie und jeder erzählt dem anderen quasi, was er gelernt hat. Zum einen, du trainierst, falls du vielleicht eine mündliche Prüfung zu den Themen hast, das auch dich zu artikulieren und wirklich das Gelernte in den Satz zu packen und quasi dem anderen ja quasi zu erzählen. Und das Positive ist eben, du wiederholst es dabei schon und merkst beim Wiederholen, oh, wo hapert es noch, wo hast du vielleicht Sachen vergessen und kannst die dann nochmal ja explizit hier rauspicken und die vielleicht dann nochmal wirklich für dich alleine wiederholen. Aber das funktioniert auch ganz gut, sich einfach mit Leuten zu treffen und sich die Sachen gegenseitig zu erzählen. Genau, ist auch eine ganz coole Sache, die für viele ja ganz gut funktionieren kann. Was auch eine gute Möglichkeit ist, und das habe ich auch selbst am eigenen Leib erfahren, dass das gut funktioniert. Du kannst zum Beispiel, wenn du spazieren gehst oder wenn du vielleicht moderat joggst, deine Gedächtnispaläste, sowas bei mir, einfach mal wiederholst und dann kannst du dich vielleicht in der Prüfung, sowas bei mir manchmal noch erinnern, oh Moment, ich bin doch da in dem Wald, da und da gejoggt, habe den Gedächtnispalast wiederholt. Was war da nochmal an Wissensinhalte und konnte dann mich daran deswegen wieder erinnern, weil ich wusste, wo ich eben dieses Thema unterwegs wiederholt habe. Kannst gerne mal auch ausprobieren. Ich habe es zwar nicht so oft gemacht, aber du kannst vielleicht auch immer mal für dich in deinen Alltag implementieren und du hast dann Joggen und das Wiederholen kombiniert, ist auch eine coole und zeitsparende Möglichkeit dann. So, und jetzt noch zu meinem versprochenen Tipp, den ich dir am Ende mitgeben möchte, eben auch in Bezug aufs Wiederholen, was mir sehr gut geholfen hat. Manche sagen, es ist nicht so der Tipp für sie, aber schau auch da wieder, was für dich funktioniert. Das ist prinzipiell ein Tipp von mir, ob Lerntechniken im Studium, schau einfach, was für dich funktioniert, schau gar nicht so auf die anderen. Und das, was für dich funktioniert, das machst du dann, egal was die anderen dazu sagen oder davon halten. Genau, aber was will ich dir mitgeben? Was war meine Erfahrung? Was war für mich ein wichtiger Tipp? Dass ich unabhängig, wie oft ich davor wiederholt habe, egal auch welcher Stoff, dass ich mir die Sachen möglichst alle am letzten Tag, die ich für die Prüfung, für die Klausur gebraucht habe, nochmal wiederhole. Der eine Vorteil ist, du bekommst oder holst dir die Sachen wieder ins Kurzzeitgedächtnis und du kannst dir dann sehr, sehr sicher sein, die am nächsten Tag noch parat zu haben und nicht vergessen zu haben. Und der andere Vorteil ist auch fürs Gefühl, wenn du dir am letzten Tag dir die meisten oder alle Sachen nochmal angeschaut hast, dass du das Gefühl hast, okay, die habe ich gestern dann in der oder in der Prüfungssituation, denkst du dann, ah, die habe ich gestern wiederholt und es gibt dir so eine Sicherheit am Tag davor und während der Prüfung, ach ja, ich habe gestern die Lerninhalte alle nochmal gesehen, also wird es schon klappen und ich werde mich an die Sachen erinnern. Klar, es gibt da natürlich Examina und größere Klausuren, wo es kaum möglich ist, jetzt all seine Gedächtnispaläste, alle Lerninhalte ja zu wiederholen. Und da kann ich dir dann empfehlen, entweder du fängst vielleicht schon 2, 3 Tage früher an und fängst mit dem Wiederholen an. Aber prinzipiell möchte ich dir eben sagen, versuch möglichst kurz vor den Prüfungen nochmal möglichst viele Sachen zu wiederholen, weil du dann einfach auch nochmal dein Kurzzeitgedächtnis ausnutzt. Klar, das ist dann das Kurzzeitgedächtnis nicht darauf ausgelegt, dass du die Sachen noch in Jahren weißt, aber du willst ja auch vielleicht eine gute Note, ein gutes Examen schreiben oder einfach bestehen. Und da hat es für mich super geklappt. Und das ist eben meine Anekdote, die ich dir noch erzählen möchte. Ich habe damals vor der mündlichen Physikumsprüfung auch noch früh am Frühstückstisch mir noch Sachen wiederholt, weil mich hat das Wiederholen dann auch immer am Abend davor oder am Frühstückstisch beruhigt. Da konnte ich mich nicht groß rein stressen, bin relativ ruhig dann geblieben, wenn ich mir da nochmal konzentriert irgendwelche Sachen angeschaut habe und habe dann wirklich ein Thema mir nochmal durchgelesen, wo da eine Frage dazu kam, dann im mündlichen Examen, wo ich nicht hätte beantworten können, hätte ich nicht da früh noch am Frühstückstisch die Sachen wiederholt. Ich weiß, viele machen das eher verrückt oder sagen am letzten Tag, ich will gar nichts mehr wiederholen.
Für mich hat es mega gut immer geklappt, wie gesagt, weil man manchmal noch den einen oder anderen Punkt oder die richtige Frage so rausholen konnte. Und weil mich das Wiederholen, gerade das Wiederholen von Gedächtnispalästen, wenn man sich das räumlich vorstellt, die durchgeht, mich einfach immer beruhigt hat. Also nochmal zusammengefasst, versuch möglichst wenig oder möglichst selten zu wiederholen. Das schaffst du, indem du den richtigen Zeitpunkt dir raussuchst zum Wiederholen und indem du zum Beispiel mit Gedächtnispalästen oder den richtigen Lerntechniken lernst. Und versuch da, wie gesagt, eben zu gucken, habe ich zu viel vergessen? Habe ich ja genauer gerade schon im Video ja ausführlicher dargelegt. Versuch dann ja früher zu wiederholen, wenn du viel vergessen hast, oder eben später, wenn du noch sehr viel oder alles weißt. Wie gesagt, 70, 80% ist so ein guter Richtwert, wenn du da wiederholst und nur noch so viele Sachen weißt, weil es sich dann wirklich lohnt, ja zu wiederholen. Ansonsten, wenn du jetzt noch Fragen zum Thema Wiederholen hast oder Erfahrungen mit mir teilen willst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Entweder ich mache dann explizit noch mal ein extra Video dazu oder beantworte dann dir deine Fragen gerne auch in den Kommentaren. Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen und besonders eben beim Wiederholen und ja, freue mich aufs nächste Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Glöckchen auf jeden Fall aktivieren, dass dir immer die Videos auch vorgeschlagen und angezeigt werden. Und wie gesagt, ich freue mich über deine Kommentare. Mach's gut und viel Erfolg. Ciao.